Hallo liebe Freunde der feinen Lebensart. Jetzt ist er also da, der Herbst. Und die Stimmung der Menschen wechselt allmählich von sommerlichem Dur hin zum winterlichen Moll. Also ich mag diese Jahreszeit mit ihren wunderbaren Farben und Gerüchen, mit einem ganz besonderen Licht und mit ganz besonderen Speisen. Bald schon sind ja auch die Tage der Gänse gezählt und nicht nur der Feinschmecker freut sich auf gebratene Gänsekeule mit Klößen. Ja, es gibt Restaurants, die bieten heute schon Gänsebraten an, wollen quasi ihrer Zeit und der Konkurrenz voraus sein und ihre Gäste nicht bis St. Nimmerlein oder St. Martinlein warten lassen. Eines davon taucht auch in dieser Sendung auf. Doch all jenen unter Ihnen, die durchaus noch bis zum 11. November warten können, aber auch jetzt schon und ganzjährig Appetit auf gebratenes Geflügel haben, insbesondere auf hochwertiges Hähnchen- und Entenfleisch, denen empfehlen wir in unserem ersten Bericht den Besuch einer neu eröffneten Rotisserie mit tollem Ambiente und mit bestem Grillgeflügel. Das Barbecue Kitchen am Hackeschen Markt in Mitte. Ort des kulinarischen Geschehens ist wieder einmal der Hackesche Markt in Mitte. Ganzjährig gehört dieses Areal zu den belebtesten Plätzen Berlins mit gut einem Dutzend Restaurants und Bars sowie unzähligen Besuchern aus allen Bezirken und der ganzen Welt. Und mittendrin Musiker, Gaukler und Clochards. Unter der S-Bahn-Brücke reiht sich ein Restaurant an das andere und die vielen hundert Terrassenstühle sind selbst an kühlen Tagen gut besetzt. Die Konkurrenz ist groß und wer sich hier als Gastronom behaupten will, muss sich schon was einfallen lassen. Vor wenigen Wochen hat in einem der S-Bahn-Bögen nach fast einjähriger Bauzeit ein innovatives Grillrestaurant seine drei Tore geöffnet. Mit einprägsamem Logo, großer Straßenterrasse und einem klaren Konzept, das Barbecue Kitchen. Die Soft-Opening-Phase ist vorüber, der Betrieb funktioniert. Allein was noch fehlte, war der mobile Eyecatcher der atmosphärischen Location. Ein 52er Chevrolet Pickup Van. In dieser Modellvariante mit aufgebautem Kühlkasten übrigens einzigartig in Europa. Am Tag unserer Dreharbeiten aber wurde in der Werkstatt des Airbrushers noch an der originellen Lackierung des Oldtimers gearbeitet. Unverwechselbar und einzigartig zu sein in der Stadt ist nun mal das Anliegen des neuen Barbecue Kitchen. Nicht nur im Design, sondern auch im Speisenangebot. Und so glaubte der Berichterstatter, dies sei ein guter und cooler Ort, um einmal den verwöhnten Töchtern etwas Besonderes zu bieten. Was jedoch bei diesen nicht gerade spontane Vorfreude auslöste, sondern eher eine gewisse Irritation. Hatten sich doch die Teenager outfitmäßig auf eine angesagte Grillbar eingestellt und nicht auf eine anscheinend simple Hähnchen- und Entenbraterei. Doch sollte die anfängliche Skepsis im weiteren Verlauf des Abends einer unverhohlenen Begeisterung weichen. Allein schon das Interieur ist sehenswert. Mächtige mattschwarze Stahlträger korrespondieren mit vergoldeten Tunneldecken, Wände im Shabby-Chic kontrastieren mit filigranen Kronleuchtern und rot gepolsterte Sitzbänke vor blanken Holztischen schaffen eine wundervoll entspannte Atmosphäre. Retro-Style und Werkstattatmosphäre mit Musik aus den 60ern. Das Zentrum des Barbecue Kitchen bilden zwei lange stabile Holztische vor einer Wand mit kettengetriebenen Grillspießen. Präzise gesagt sind das original französische Rückflammgrills, denn das kleine hübsche Restaurant versteht sich als eine Rotisserie mit offener Küche und rotierenden Hähnchen und Enten an der feurigen Wand. Und das ist auch der grilltechnische Clou, denn durch die Drehbewegung läuft das austretende Fett ständig über das Geflügel, wodurch das gut gewürzte Fleisch auf dem Punkt genau gar wird und seine Saftigkeit behält, mit knuspriger Hähnchen- und Entenhaut. Die Gäste sitzen entweder an normalen Tischen oder auf bequemen Hockern an Stehtischen, doch die besten Plätze sind die am langen Küchentisch mit direktem Kontakt zum Grillmaster Pascal. Es ist wie ein privates Grillfest in der Küche, bei dem man auch mit zunächst fremden Tischnachbarn schnell ins Gespräch kommt und dabei erfährt, dass es so etwas Ähnliches auch an der Copacabana gibt.
Nein, wir waren wenige Tage nach der Eröffnung zufällig das erste Mal hier. Ja. Und es hat uns erinnert an deine Heimat, an Rio de Janeiro, an die Copacabana, weil da gibt es genau ein solches Lokal. Aha. Auch mit einem langen Tresen, mit solchen wahrscheinlich dort original alten, 100 Jahre alten Grillgerät. Ja. Und da sitzen die Leute genauso wie hier, sehr kommunikativ an einem Tresen. Man kommt ins Gespräch, lernt sich kennen. Finde ich auch toll, ja. Gefällt mir. Ja, und seitdem sind wir öfters mehr hergekommen. Und Janavi, wie hat es geschmeckt? Sehr gut. Ja? Sehr lecker. Das Speisenangebot ist klein und passt fast auf einen Bierdeckel. Hähnchen, Ente und Rippchen, das war's. Im Winter wird das Angebot auch schon mal mit saftigen Spießbraten und würzigen Schaschliks erweitert. Dazu ein halbes Dutzend Beilagen wie knackfrischer Weiß- und Rotkrautsalat, Rosmarinkartoffeln und Pommes frites und natürlich amerikanisches Coleslaw, so wie es sich nun mal für ein typisches Barbecue gehört. Ach ja, 4 gar köstliche hausgemachte Dips stehen auch noch zur Wahl. Ist letztendlich wie ein Baukastensystem aufgebaut. Man wählt die Hauptkomponente, zum Beispiel die Ente. Dazu kann man Kräuterkartoffeln, Pommes oder ähnliches wählen, einen Dip nach Wahl und meinetwegen auch noch einen Salat dazu. Wir haben das halt sehr reduziert, letztendlich immer nur Viertel, halb, ganz. Dieses System zieht sich letztendlich durch das komplette Sortiment. Das heißt, bei Getränken gibt es einen Viertel Liter Weißwein, einen halben Liter Weißwein und einen ganzen Liter Weißwein. Und bei der Ente genauso, Viertel, halb und ganz. Und das war's. Aber ganz ehrlich, das ist auch das, was die Gäste heutzutage wollen. Es ist nicht viel Auswahl, man hat nicht so immer dieses Überlegen, was nehme ich, dies oder das. Also so vom Feedback von den Gästen ist es echt ein Konzept, back to the roots, was wirklich sehr gut ankommt. Im Barbecue Kitchen setzt man auf eine hohe Qualität. Gegrillt werden ausschließlich deutsche Freilandhühner aus bäuerlicher Haltung und Oldenburger Stoppelenten, die auf den Wiesen im Oldenburger Land aufwachsen und in der Spitzengastronomie bevorzugt werden, weil sie voll fleischig und saftig sind und ein schönes gelbes Fett haben. Für ihre Aufzucht nehmen sich die Züchter auch viel mehr Zeit und verwenden nur erstklassiges Futtermittel. Die knusprig gebratenen Vögel werden dann auf nostalgischem Emailgeschirr serviert, allesamt dekorative Schalen, Schüsseln und Becher. Ist ja ohnehin wieder trendy und sieht gut aus. Eine Reisegruppe aus Hessen zeigte offene Begeisterung. Es war sehr gut. Das war sehr, sehr lecker. Es war eine gute Idee, oder? Ja, war gut und großartig. Die Preise fürs Grillgeflügel sind erstaunlich günstig. Erst recht, wenn man die besondere Qualität und Güteklasse bedenkt. Ein halbes Barbecue-Hähnchen kostet 5,90 Euro, eine halbe Stoppelente 9,50 Euro und eine schöne Portion Barbecue-Rippchen 9 Euro. Und immer dazu ein Dip nach Wahl. Wer von allem etwas probieren möchte, der bestellt am besten den Mixed Grillteller mit einem Viertelhähnchen, einer Viertelente und Spare Ribs für runde 12 Euro. Die Beilagen schlagen pro ordentliche Portion mit jeweils 2 Euro zu Buche. Zum Zerteilen des saftigen Fleisches bekommt man ein stabiles Steakmesser zur Hand oder man nimmt einfach die Finger zur Hilfe. Reinigungstüchlein und Zitronenwasser werden unaufgefordert gereicht. Ja, alles ist erlaubt am Küchentisch. Scheiße. Nur fluchen nicht. Da muss wohl noch mal ein bisschen an der Erziehungsschraube gedreht werden. Am Schluss waren die beiden Girls pappesatt und glücklich, twitterten und posteten ihre neue Restaurantentdeckung in alle Welt, wünschten sich dann aber doch noch einen Nachtisch. Es gibt aber nur Softeis. Punkt. Für den Erziehungsberechtigten aber gab es nochmal ein komplettes Grill- und Beilagensortiment. Naja, wenn schon, denn schon. Das Barbecue-Konzept jedenfalls stimmt bis ins kleinste Detail. Die Gäste sind begeistert und deswegen läuft der Laden auch schon richtig gut. Läuft gut, wird sehr gut angenommen. Vor allem ist es simpel, jeder versteht, was wir hier machen. Man kommt rein, man sieht auch alles. Es ist auch sehr beliebt, dass man hier genau sehen kann, ich möchte das Hühnchen. Wir haben keine geschlossene Küche, alles ist offen, alles ist für den Gast sichtbar. Und es ist quasi so ein durchsichtiges Konzept. Der Gast sieht ganz genau, was wir hier tun. Es wird nichts hinter verschlossenen Türen gemacht. Gemäß dem hauseigenen Motto, to sit and to go, ist auch der Außerhausverkauf ein wichtiger Aspekt der Geschäftsidee. Bestellen, einpacken und mitnehmen. Ruckzuck und ohne Wartezeit. Und so ließen sich nach unserem leckeren Mahl am langen Küchentisch auch die Zehlendorfer Girls beim Abschied noch das eine und andere Lieblingsbarbecue einpacken. Für sich und ihre Boyfriends zu Hause.
Fazit: Das Barbecue Kitchen ist nicht nur aufgrund seiner exponierten Lage am Hackeschen Markt, sondern auch wegen seines wohldurchdachten Fine-Fast-Food-Konzepts eine echte Bereicherung der kulinarischen Szene in Berlins Mitte. Barbecue Kitchen am Zwirngraben in Berlin Mitte. Barbecue for me and you, das Barbecue Kitchen. Ein Unikat und durchaus im Trend. Denn mit gesunden und artgerecht aufgewachsenen Tieren erlebt ja derzeit das Hühnerfleisch in der Gastronomie eine echte Renaissance. Keine Massenkäfighaltung, kein Antibiotika, jeder Bissen mit gutem Gewissen. So auch im Barbecue Kitchen, Fine Fast Food der Extraklasse. Täglich geöffnet von 11 bis Mitternacht, aber an den Wochenenden drehen sich die Grillspieße auch schon mal eine Stunde länger. So, die Anmoderation für unseren nächsten Bericht hat quasi das Restaurant selbst geschrieben und ich zitiere mal von dessen Internetseite. Kein Hype, kein Szenegetue, kein Jugendwahn. Lebensfreude und Freundlichkeit. Beste Qualität ohne Wenn und Aber. Eine Oase mitten in der Hektik des Schmelztiegels Berlin. Ein Ort, an dem man gerne zurückkehrt. Kurz gesagt, Gastlichkeit mit mexikanischem Akzent. Olé! Da waren wir natürlich gespannt, ob alles das, was hier versprochen wird, auch gehalten werden kann. Im mexikanischen Restaurant und Steakhouse Morelos am Anhalter Bahnhof. Vis-à-vis der historischen Ruine des Anhalter Bahnhofs auf dem Askanischen Platz in Berlin-Kreuzberg und nur 1000 Meter vom Potsdamer Platz entfernt, liegt das mexikanische Restaurant und Steakhouse Morelos. Dort werden, so wurde uns berichtet, fantastische Steaks serviert. Und so folgten wir dieser Empfehlung und dem Hinweis, dass der Freund der Cocina Mexicana in diesem zentral gelegenen Steakhouse endlich einmal wieder in wohlbekannten mexikanischen Genüssen schwelgen könne. Das Morelos, benannt nach dem kleinen, klimatisch begünstigten Bundesstaat südlich der mexikanischen Hauptstadt, ist ein großes Restaurant auf 2 Etagen, unprätentiös eingerichtet, mit vielen gemalten Motiven mexikanischer Folklore an Wänden und Decken. Darunter auch diverse Porträts von Frida Kahlo, der wohl bekanntesten Malerin Mexikos. Man sitzt an einfachen, nackten Holztischen, was manchem Gast mit legeren Tischmanieren schon mal die Sorge nimmt, beim lustvollen Essen die damastene Tischdecke zu bekleckern. Geht nicht, gibt ja keine. Doch das mindert nicht das Wohlbefinden. Kommen doch die meisten Gäste nicht wegen gehobener Tischkultur ins Morelos, sondern wegen der lockeren Atmosphäre und der guten Küche, insbesondere aber auch wegen der viel gelobten Qualität der Steaks. Wir fühlen uns unglaublich wohl, hervorragendes Essen und alles drumherum, es stimmt einfach. Sehr schön. Kommen öfters her und essen ist sehr gut. Man kann hier richtig runterfahren und abschalten. Zum Runterfahren und Abschalten hilft natürlich auch ein mexikanisches Cerveza, natürlich trendgemäß aus der Flasche getrunken. Andere sind vielleicht schon beim zweiten oder dritten Caipirinha, was natürlich vehement bestritten wird. Nee, das ist der erste. Das ist, der, ist in der Tat der erste. Der, ja, das ist der zweite Schluck vom ersten. Aber er macht munter. Wie war denn das Essen? Wunderbar. Wunderbar. Es war ganz wunderbar wie immer. Ich bin ja öfter hier und es ist immer ausgezeichnet. Also gut, reden wir vom Essen. Neben dem typischen Tex-Mex-Food wie Spare Ribs, Cheeseburger und Chicken Wings sind es vor allem die mexikanischen Klassiker wie Tacos, Nachos, Burritos, Enchiladas und Fajitas, die hier in wirklich guter Qualität und zu unterdurchschnittlichen Preisen aufgetischt werden. Als Einstieg in die Morelos-Geschmackswelt empfiehlt sich eine kleine gemischte Vorspeisenplatte, die hier allerdings etwas größer ausfiel, dadurch das Kamerateam daran beteiligt werden sollte. Hätte natürlich so ein alter Mexikaner auch alleine geschafft, danach aber wohl auch nichts mehr und das wäre schade gewesen. Somit blieb noch Platz und Appetit für einen kleinen Zwischengang. Fajitas de Pollo. Ein Gemüsepfannengericht mit zarten Hähnchenbruststreifen für faire 11,90 Euro. Wird mit warmen Tortillas und 3 Dips serviert und dann wie ein Wrap zusammengerollt und mit wachsendem Appetit gegessen. Gibt es auch mit Rind, Schwein, Lamm und Garnelen. Sehr beliebt bei den Gästen und nicht wenige teilen sich 2 verschiedene Fajitas-Pfannen und haben somit ein doppeltes Vergnügen.
Der Gastgeber nennt sich Morello und ist omnipräsent. Wiewohl er sich auf ein perfekt eingespieltes Serviceteam verlassen kann, führt der alte Indianer diskret Regie und ist immer hilfreich zur Stelle, um den Gästen keine lange Wartezeit zuzumuten. Unter den Gästen befand sich an diesem Abend zufällig auch der Künstler, der die vielen Wand- und Deckengemälde während der vergangenen 4 Jahre geschaffen hat. Sie essen auch gerne hier? Ich esse auch gerne hier, weil vor allen Dingen das Steak. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit war ich sehr viel in Südamerika, Argentinien bis Brasilien. Da streitet man sich um das beste Steak. Aber ich muss sagen, er kann mithalten. Naja, davon wollten wir uns erst einmal selber überzeugen. Das Fleisch des Morelos ist ausweislich von Premium-Qualität, also ein besonders zarter, fettarmer Black Angus-Import aus Argentinien. Nach einem speziellen Garverfahren und mit feiner Würze wird jedes Rinderfilet, jedes Rump- und Rib-Eye-Steak, selbst Lammfleisch, Huhn oder Schwein, in der vom Gast favorisierten Zubereitungsart serviert. Ob rare, medium oder well done, immer auf den Punkt und ohne Fehler. Dazu eine Beilage nach Wahl und 4 Dips. Wenn schon denn schon, dachte sich der Berichterstatter und orderte ein 400 Gramm Rinderfilet, das sich allerdings auch in dieser besonderen Qualität und Größe mit knapp 40 Euro auf der Rechnung niederschlägt. Sollte man wissen, bevor man sich der Fleischeslust hingibt. Doch ist es ein Genuss ohne Reue, so zart und so grandios im Geschmack. Verdientes Lob also für den Chef und seinen Junior, dem unglücklicherweise sein Ferrari abhanden gekommen war. Auto. Was willst du? Das ist mein Auto. Ist geklaut. Nein. Das ist mein Auto. Ist weggefahren. Okay, danke. Für die Kids, die nicht nur schnell fahren, sondern auch schnell essen und sich am Tisch bei den ausgiebig genießenden Erwachsenen langweilen, steht ein kleines separates Spielzimmer zur Verfügung mit Wii und anderen Unterhaltungsmedien. Und für die größere und geschlossene Gesellschaft, die beim Speisen unter sich bleiben und hernach vielleicht ein bisschen tanzen möchte, gibt es auf der oberen Etage eine Art Party-Lounge mit Bechsteinflügel und Tanzfläche, mit Discolicht und Profisound, mit eigener Cocktailbar und begrünter Dachterrasse für die Raucher. Hier werden die mexikanischen Fiestas gefeiert, wie sie fallen und gefallen. Naja, für temperamentvolle Ausgelassenheit war es wohl an diesem Abend noch zu früh. Draußen setzte der Regen ein, doch gut überdacht genossen die Gäste auf der Straßenterrasse den frühsommerlichen Abend und manch kühles Getränk. Ein solches nahmen wir dann noch an der großen Cocktailbar zu uns und probierten dazu die eine und andere Rarität aus dem fast dreistelligen Sortiment von Rum, Tequila, Wodka und Whisky-Sorten. Es wurde also noch eine lange Notche in dieser Casa der guten Steaks und guten Laune. Im Restaurant und Steakhaus Morelos am Anhalter Bahnhof nahe Potsdamer Platz. Täglich geöffnet ab 12 Uhr mit Open End. Muy bueno, die Cocktails und die Steaks im Morelos. Übrigens bestens geeignet für die kleine private Fiesta als auch für die stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Täglich geöffnet mit preiswertem Business Lunch an allen Werktagen schon ab 4,50 Euro. Allerdings dürfen Sie dafür kein Black Angus erwarten. Das heißt, erwarten dürfen Sie es schon, aber Sie werden es nicht bekommen. Hier wohnt der Herbst, hier wohnt die Einsamkeit, hier wohnt der Dichter Botho Strauß. Wir sind in der Uckermark, 80 Kilometer nördlich von Berlin. So schrieb der einst die FAZ über einen herbstlichen Besuch beim Dichter und Schriftsteller Botho Strauß, der seit 20 Jahren zurückgezogen in der menschenleeren Einsamkeit der Uckermark lebt, und zwar nahe der Ortschaft Warnitz. Und weiter schreibt die FAZ, hier ist es wirklich schön, fast vollkommen still, ein Ort, an dem sich zum Beispiel ein Glück finden ließe, eine Zufriedenheit im bloßen schönen Schauen. Zitat Ende. Ja, wir haben dieses Glück gefunden und nicht nur im bloßen schönen Schauen, sondern auch im guten Essen, im Entspannen und Relaxen. Und zwar in einem außergewöhnlichen Wellnesshotel, in dem auch der Dichter dann und wann zu speisen und im Schwimmbad seine Bahnen zu ziehen pflegt. Im Hotel Panorama, im Panorama Hotel in Warnitz am Oberuckersee.
Das ist der Oberuckersee, einer der größten Seen des Biosphärenreservats Schorfheide-Kurin im Nordosten Brandenburgs. Ein idyllisches Freizeit- und Badegewässer mit weitem Horizont und naturhafter Stille. Diesen traumhaften und unverbauten Blick genießt der Gast vom Bootssteg eines außergewöhnlichen Hotels. Außergewöhnlich, weil es voller Überraschungen ist. Das Panorama-Hotel in Warnitz am Oberuckersee. Allein die Hotelzufahrt mit alten Betonplatten und dem unverhohlenen Charme vergangener DDR-Zeiten lässt den Erstbesucher möglicherweise zweifeln, ob er mit seiner Entscheidung, hier einzukehren, wohl richtig liege. Doch der erste Eindruck täuscht, gewaltig sogar. Denn was sich alsbald bei näherer Betrachtung auftut, wird so manchen Gast ins Staunen versetzen. Grandiose Natur, stilvoller Wohnkomfort und Wellness der Extraklasse. Die Architektur erinnert an koloniale Vorbilder und Rundbögen und Säulen sorgen für mediterrane Gemütlichkeit. Das Panorama-Hotel ist ein familiengeführtes Haus und steht auf einem großen Stück Land direkt am Ufer des Oberuckersees. Die Inhaberfamilie Sabine und Marco Burmeister hat in den vergangenen 11 Jahren viel Geld und Herzblut in ihr Hotel investiert und peu à peu aus einem ehemaligen Ferienheim der Bauakademie ein kleines gastronomisches Kleinod mit hochwertigem Ambiente und beispielhaftem Erholungswert geschaffen. Die 35 Zimmer- und Landhaussuiten sind alle geschmackvoll eingerichtet, unterschiedlich in Form und Farbe, manche mit Wasserbett und Whirlpool, alle aber mit moderner Kommunikationstechnik und mit Terrasse oder Balkon und einzigartigem Ausblick auf den Oberuckersee. Alle Wünsche an ein romantisches Wochenende zu zweit erfüllt gewiss die 100 Quadratmeter große Spa-Suite mit separatem Wohn- und Schlafbereich, mit Kamin und Whirlpool, eigener Sauna, Ruheliegen und Wellness-Lounge. Ein besonderes Luxus-Retiro für verliebte und komfortverwöhnte Menschen. Der gastronomische Bereich verteilt sich auf 2 Etagen und 2 Terrassen. Sowohl vom oberen Restaurant als auch vom unteren Frühstücksraum genießt man neben dem kulinarischen auch den weiten Blick auf den See. Und für Tagungen und geschlossene Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeiten, bietet das Kaminzimmer genügend Platz für eine mittlere Hochzeitsgesellschaft. Und da zum Feiern oder fürs romantische Tête-à-Tête am Wochenende natürlich auch gutes Essen gehört, wird auch diesbezüglich das Panorama-Hotel nicht enttäuschen. Mehr noch, die Küche verdient eine besondere Hervorhebung. Recht ungewöhnlich für eine Hotelküche in der Provinz überzeugen Küchenchef Robert Frenz und sein Team mit einem abwechslungsreichen Speisenangebot in überraschend guter Qualität und Kreativität. Das Wild kommt aus eigener Jagd, der Fisch aus heimischen Gewässern und das Gemüse sowie die Pilze aus der Region. Dieses regionale Fundament bleibt ursprünglich in der Verarbeitung oder wird durch internationale und mediterrane Akzente verfeinert. Ein Beispiel: delikates Hirsch-Carpaccio mit Wildkräutern angeeistem Honig-Thymian-Quark. Sehr gut auch die gebackene Praline vom Ochsenschwanz. Der Berichterstatter fühlte sich aber von einer kleinen Auswahl leichter und bekömmlicher Speisen in einer separaten und sogenannten Spanorama-Karte angesprochen. Spanorama in Anlehnung an den großen Wellness-Bereich, der so heißt. Diese kleine Wellness-Küche für den gesundheitsbewussten Gast schmeckt nicht fad, sondern sehr aromatisch und einfach lecker. Pochierte Perlhuhnbrust zum Beispiel mit Limonen-Ingwer-Schaum, einem stimmigen Erbsenlauchgemüse und Ananas-Basmati-Reis zum Preis von 15,90 Euro tadellos. Die Männer von der kameratechnischen Zunft hingegen mochten es ihrer Statur entsprechend noch fleischiger und herzhafter und waren glücklich mit einem Zweierlei vom uckermärkischen Landschwein an Calvados Ingwer-Jus und zum anderen mit einem Brandenburger Lammkarree mit Wildkräutern und Ratatouille-Gemüse. Sieht ja alles klasse aus, doch vorsichtshalber sei mal nachgefragt. Ja, schmeckt es euch auch? Oh, ja, ist okay. Wenn der Tag noch jung und das Mittagessen samt kleinem Nachtisch verdaut ist, bieten sich dem aktiven Gast diverse sportliche Disziplinen an. Tennis auf einem waldumsäumten Platz oder Fahrradfahren mit hauseigenen Rädern. Oder Golfen und Reiten in 30 Kilometer Entfernung, aber auch Angeln, Rudern, Segeln oder mit dem hoteleigenen Kanu oder Kajak ein bisschen auf dem ruhigen See rumpaddeln. Der Berichterstatter aber bevorzugte die passive Erholung in der neu eröffneten Wellnesslandschaft, genannt Spanorama. Eine Wortschöpfung aus Spa und Panorama.
Wellness der Extraklasse auf 1500 Quadratmetern. Die Spa-Leiterin Anne-Katrin Kochan ist ehemalige Weltmeisterin im Rudern, zudem Personal-Trainerin und Physiotherapeutin. Sie und ihr professionelles Team eröffnen dem Gast eine Welt des Wohlbefindens und Entspannens mit einem Hauch von Luxus. Asiatische Rituale, Bäder, Packungen und wohltuende Schönheitsbehandlungen, Düfte und Aromen mit regionalen Einflüssen wie die weiten Rapsfelder und Sonnenblumen gepaart mit Lavendel und Kornblumen. Und das alles in einem wirklich faszinierenden Ambiente. Der Innenpool mit Gegenstromanlage ist 28 Grad warm und seine Wasseroberfläche verlängert sich optisch in den See hinein. Und überall kleine Ruheinseln und Kuschelkojen, sowie ein luxuriöses Spa-Separé für verliebte Paare, die beim Kuscheln und Relaxen in der eigenen Sauna oder im überdimensionierten Whirlpool lieber unter sich bleiben möchten. Wer dem träge machenden Kuscheln aber lieber ein belebendes Fitnesstraining vorzieht, findet in einem Fitnessraum modernste Cardio-Trainingsgeräte für den intensiven Workout mit Seeblick. Die anschließende Massage ist natürlich weltmeisterlich, denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, von einer Weltmeisterin massiert zu werden? Ohnehin ist die sympathische Spa-Leiterin ein physiotherapeutisches und sportliches Multitalent. Qigong am See gehört nämlich auch zu ihren Entspannungsprogrammen, für das sie im Ausland eine professionelle Ausbildung absolviert hat. Qigong ist ein Meditations- und Bewegungstraining, das die Lebensenergie stärken, das Leben verlängern und zu einer gesunden geistigen Verfassung verhelfen soll. Prima kann der hier nämlich alles im Übermaß gebrauchen. So und nicht zuletzt wird auch noch der Freund des gepflegten Schwitzens an der großen Saunalandschaft mit Lounge-Charakter seine feuchtwarme Freude haben. Neben einer Kräutersauna, Dampfbad und Infrarotsauna ist es vor allem die geräumige 90 Grad heiße Finnensauna mit Seeblick und regelmäßigen Aufgüssen, die begeistert. Die Fensterplätze sind natürlich die beliebtesten. Zum Abkühlen nach einem Schwitzgang hat man die Wahl zwischen Erlebnisduschen, Eisbrunnen und Kneippbetten. Doch der naturverbundene Chronist bevorzugt den kurzen Gang hinunter zum See, um mit einem beherzten Sprung ins kühle Nass die Körpertemperatur wieder zu senken. Wobei ausnahmsweise mal ein Körperdouble zum Einsatz kam. Und als wäre all dies an Annehmlichkeiten und magischen Momenten noch nicht genug, erlebt der verzückte Gast am Ende eines spätsommerlichen Tages auch noch einen formidablen Sonnenuntergang genau über dem abendglatten See. Bei einem Glas Rotwein ist man dann mit sich und der Welt zufrieden, hier im einzigartigen Panorama-Hotel am schönen Oberuckersee. Ja, Urlaub hat manchmal auch etwas mit heiler Welt zu tun. Und wenn Sie diese heile Welt nun auch einmal erleben möchten, mit First Class Wellness, weltmeisterlicher Massage, Qigong am See, mit regionalen Genüssen und mit ein bisschen Wetterglück auch noch einem grandiosen Sonnenuntergang, dann setzen Sie sich ins Auto und über die A11 Abfahrt Warnitz sind Sie in circa einer Stunde dort im schönen Panorama-Hotel. Vielleicht ja nur für einen Tagesausflug. Wenn Sie aber etwas länger bleiben möchten, dann hätte ich jetzt für Sie ein ganz tolles Übernachtungsangebot. Und zwar, gut aufpassen, 3 Übernachtungen für 2 Personen in einem First-Class-Doppelzimmer mit Seeblick und mit Frühstück. Dann einem 2-Gang-Menü an allen 3 Abenden. Dazu eine Flasche Haussekt aufs Zimmer und natürlich die freie Nutzung der großen Spanorama-Wellness-Oase. Und obendrauf auch noch eine 25-minütige Rückenmassage. So, und das alles zum Preis, zum herbstlichen Preis von 220 Euro pro Person. Ja, das müssen Sie erst einmal sacken lassen. Wie gesagt, 3 Übernachtungen mit 3-mal Essen und mit Wellness für 220 Euro pro Person. Ein toller Preis. Allerdings gilt er nur an den Tagen von Sonntag bis Freitag, das heißt in der Woche. Für die Wochenenden müssen Sie wahrscheinlich
dann doch schon mit einer kleinen Zuzahlung rechnen. Am besten einfach mal anrufen und sich erkundigen und dann nichts wie hin in die herbstliche Uckermark. Vielleicht treffen Sie ja dort auch mit ein bisschen Glück die wiedergewählte Bundeskanzlerin, denn die uckermärkische Endmoränenlandschaft ist ja auch Ihr bevorzugter Rückzugsort zum Kräftetanken. So, mit dieser Empfehlung endet die heutige Essensausgabe. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zu einer neuen Sendung am 24. Oktober. Verlieren Sie bis dahin nicht Ihr Vertrauen in die Demokratie und auch nicht Ihr Vertrauen in Ihren eigenen guten Geschmack. Ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten vollwertigen und dann wohl auch schon ziemlich vorweihnachtlichen Mal.